Ja, wir machen jetzt wieder einen Teststream. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Aber ich dachte, ich mache jetzt wieder mal einen Stream und schaue, wie das jetzt weitergeht hier. Weil ich wollte eigentlich gestern einen Stream machen, aber gestern wollte das Mikrofon nicht so, wie ich wollte, und jetzt geht es einigermaßen. Und wir fahren jetzt auch den City Chat, den habe ich vorhin getestet auch. Und hoffe, dass es einigermaßen gut geht. Hi Andy, also ich habe, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ich habe jetzt ein bisschen bei OBS umgeschraubt aber am Dienstag soll das echte Mikrofon dann kommen und ich hoffe, dass das dann besser funktioniert. Aber wir starten jetzt gleich. Also echtes Mikrofon. Ich habe jetzt auch ein echtes Mikrofon, aber... Ja, na gut. Fahren wir was. Damit sie nicht umsonst zuschaut. Ich hoffe, jetzt haben wir es gut. Ich finde auch, ich habe bei OBS bei den Filtern ein bisschen umgestellt und es klingt viel besser als beim ersten Mal. Und auch von der Bildqualität hatte ich schon 1200, aber da habe ich jetzt irgendwie wieder umgestellt. Na gut, ist ja erst mein zweiter offizieller Stream hier. Deswegen fahren wir heute den Regionalzug 6481 nach Würzzuschlag. Ja, Nikolas, von dir habe ich ein paar Szenarios schon getestet. Hast du echt toll gemacht. Die werden wir dann beim ersten offiziellen Livestream machen. Mit echtem guten Mikrofon. Ich will auch halt keine Zwangsen kriegen. Nicht so wie beim letzten Stream. Da habe ich, glaube ich, 7 Zwangsen bekommen. Die wollen wir halt nicht erleben. Dann fahren wir mal. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen im Zug nach Würzzuschlag.
So, dann fahren wir mal los. Heute bestätige ich alle Signale. Das weiß ich jetzt schon. Achso. Schön bestätigen. Genau, so geht es. Dein Steam-Account wurde gehackt. Das ist schlecht. Aber nachdem ihr, also heute wurden ja viele Livestreams schon gemacht und ich dachte, da fehle ich ja auch noch, also muss ich auch noch was streamen. Warum der Nightbot spinnt, weiß ich nicht. Den Nightbot, den muss ich erst einstellen. Dann machen wir den Sonntag zum offiziellen Tag des Streams. Erst streamt der Andreas, dann streamt der Bastelstuben und dann streame ich zum Schluss. So, so könnte ein schöner Sonntag ausschauen. Und ich sollte ja mehr sprechen im Stream. Dann spreche ich mehr. Wenn die Siefer Ruhe gibt, können wir kurz in die Außenansicht gehen. Der Zwangsencounter, den werde ich, bin ich schon dabei einzustellen. Erreichen wir Küb. Da wurde auch gerade frisch gemäht anscheinend. Die Sie vernervt schon wieder. Welchen Test? So. Dann bleiben wir stehen und öffnen die Türen. Station Küb. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dann schauen wir hinaus. Warum brennt bei mir das Licht drin? So, besser. So, mit Zuschlag. Und Abfahrt. Zug nach mit Zuschlag. Nächster Halt, Next Stop, Eichberg. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Dann fahren wir weiter. Da kann man irgendwie das Licht einschalten drin. Das ist da oben. Genau. So. Jetzt sehe ich besser.
Ich habe gedacht, ich habe am, also ich mache ja am Dienstag wieder ein Video für meinen Kanal. Und da dachte ich, da werde ich vom Nikolas ein Video nehmen. Und das dann um 18 Uhr hochladen. Wir sind zu schnell, das ist schlecht. Hol dir was zum Trinken, ja. Ich habe nichts zum Trinken da. Dann müsste ich in die Küche gehen. Ah, das wird zu weit. Also, wenn du einen Trennsimulator-Kanal machst, ich werde dich abonnieren. Also ich werde von dir ein Szenario machen, es aufnehmen und es am Dienstag um 18 Uhr veröffentlichen. Wenn du willst, ach so, du hast mir noch gar kein Szenario geschickt. Ich verwechsel mich. Ich verwechsel dich gerade mit jemand anderem, tut mir leid. Du in Kürze erreichen wir Eichberg. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Und ignoriert den Nightbot, der spielt ein bisschen. Na, ich verwechsel da echt gerade jemanden. Tut mir echt leid. Weil es gibt einen anderen Nikolas, der hat mir Szenarios geschickt. So, ihr seht jetzt, wann meine neuen Videos rauskommen. Samstag um 9 Uhr, Dienstag um 18 Uhr und donnerstags um 17 Uhr. Station. Das funktioniert einigermaßen. Ausstieg, das ist in gut. Fahrtrichtung links. Und wir sind auch im Fahrplan. Gut. Das ist gut. Wir sind sogar sehr gut dran. Zug dann nach fahren wir weiter. Zuschlag. Nächster Halt, Next Stop. Klamm, Schottwien. So. Auf geht's. Ja, bei Discord, da kenne ich mich noch nicht so aus. Da muss ich erst mich eingewöhnen. Es hat ja auch ziemlich lange gedauert, dass ich mich bei OBS auskenne. So, also, da dürfen wir jetzt 70 fahren. Ich habe mir auch gedacht, dass das Streamen auf YouTube nicht so schwer ist, weil es schaut immer so einfach aus, aber
Es ist ziemlich schwer, auf YouTube zu streamen. Ein bisschen dunkel. So. Signal zeigt freie Fahrt. Ich weiß, dass ich ein paar Fehler auf der Strecke habe. Und da kommen wir schon mit unserer 4744. Das ist die Variante mit vier Türen. Das ist die Originalvariante. Da gibt es ja die S-Bahn-Variante mit 6 Türen. Aber ich finde, Streamen macht mehr Spaß als Video aufnehmen. Da kann man nichts schneiden, nichts rausschummeln. So. Und wo hast du das Szenario veröffentlicht? Nummer 60. In Kürze erreichen wir Klamm, Schottwien. Da haben früher die Leute gegeben. So, jetzt kommt Klamm, Schottwien. Wir sind sehr pünktlich, das ist gut. So, bremsen. Bremsen nicht vergessen. So, jetzt haben die Leute den Kaffee verschüttet. Oder ihr Getränk, je nachdem. Station Klamm, Schottwien. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hey, das ist gut. Die Leute können auch ein- und aussteigen. Das muss man auch mal zusammenbringen. Zug nach Mürzzuschlag. Nächster Halt, next stop. Breitenstein. Was hat er jetzt schon wieder? Fahr mir jetzt bitte. Was hast du? Auf geht's. Und ich freue mich auch sehr, dass ihr mir alle folgt, dass ich schon über 122 Abonnenten habe. Also, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet, weil vor einer Woche waren es erst 110 oder so. Also, da bin ich positiv überrascht. So, jetzt fahren wir wieder zu schnell. Hallo? Nein. Jetzt fahren wir viel zu schnell, das ist schlecht. Die Fenster kann man ja nicht öffnen, man kann nur den Sonnenschutz darunter geben. Die SIFA belästigt mich wieder.
Ja, aber der Andreas Dangl hat ja noch nicht so viele Szenarios veröffentlicht. Und wenn er welche veröffentlicht, zumindest habe ich das so gesehen, nur mit Nostalgie-Fahrzeugen. Zum Beispiel den Krokodil habe ich gar nicht. Ich habe nur moderne Fahrzeuge. Die Brücken sind auch ganz schön hier am Semmering. Also ich fahre gern auch persönlich über den Semmering. Jetzt haben wir es wieder dunkel. Da kann man ja das Licht wieder schalten, genau. Die hast du auf Railworks Austria oder im Realism Forum? Eigentlich müssten wir, glaube ich, rechts fahren. Das haben sie jetzt umgestellt. Seit heuer sollen die Züge rechts fahren und die Gegenzüge kommen links. Aber anscheinend in diesem Szenario noch nicht angewendet. Das ist auch komisch da beim Tunnel oben. Es ist durchsichtig. Licht. Da kommen wir in den zweiten Tunnel, okay. So, okay, da war Fenster. Was kommt denn da entgegen? Ein Railjet. Da sitzt Andreas drin als Führer. So, da haben wir altes Signal. Das sind wir gleich am nächsten Bahnhof. In Kürze Bahnhof. Erreichen wir Breitenstein. Breitenstein. Da sind wir sogar zu früh. Da können wir jetzt ein bisschen langsamer fahren. Oder die Kombihebel auf 0 stellen. So, Bremsen nicht vergessen. Bremsen wir einmal wieder ab. Bleiben stehen in Breitenstein. Da warten schon sehr viele Leute. Also manchmal ist die Sicht echt anstrengend. Tür auf. Station Breitenstein. Und Ausstieg einsteigen. In Fahrtrichtung links. So, dann können wir eh gleich weiterfahren.
Also jetzt geht's ja noch mit 5 Zuschauern, aber wenn man dann so 60, 70 Zuschauer hat, dann muss man ja voll aufgeregt sein, dass da irgendwas dann nicht so funktioniert, wie man will. Weil so eine kleine Gruppe zu unterhalten geht ja noch. Aber so eine große Gruppe. Türen zu und weiter Zug geht's. Zug nach Mürzzuschlag. Nächster Halt, Next Stop, Wolfsbergkogel. So, dann hupen wir mal kurz. Oder auch nicht, hätte man nicht hupen sollen. Ich fahre schon wieder mal zu schnell. Hallo, 60 wollen wir fahren. So, da kommt wieder ein Dundel. Also diese Dundelportale, irgendwas stimmt da nicht. Jetzt dürfen wir 160 fahren. Ich bin auf der Suche nach Moderatoren. Also wenn du jemanden kennst, kann sich gern bewerben. Also wenn du mir das mal zeigen kannst. So, jetzt fahren wir mit 53 und 60 dürfen wir fahren. Stehen wir ein bisschen auf. 60. Gut, 60 ist gut. Von der Uhrzeit passt das auch sehr gut. Da kommt 50. Du fragst dich jetzt, wie kann ich eigentlich die Amstetten-Klein-Reifling-Strecke fahren, obwohl ich die Strecke habe? Verstehe ich jetzt nicht. Also du hast die Strecke oder nicht? Oder fehlt dir was bei der Strecke? So, die Hut schalten wir wieder ab. Die nervt. Weil eigentlich fahre ich ja gerne ohne Hut. Fuck.
So, was kommt jetzt? Wolfsbergkugel kommt jetzt da. In Kürze erreichen wir Wolfsbergkugel. Das müsste ein 60er sein. Bestätigen wir. Diese Siefe ist anstrengend. Machen wir wieder. Also so stark ist das Licht jetzt nicht. Also was man immer für die Strecke braucht, steht eh immer in der Readme. Die sollte man ja immer gut durchlesen, damit man ganz genau weiß, was man da braucht. Da ist der Haken, da bleiben wir stehen. Die Dame steht, damit sie ein bisschen gehen muss. Einstieg. Station Wolfsbergkugel. Türen Ausstieg auf. In Fahrtrichtung links. Gehen wir mal hinaus. Weil ich bekomme immer wieder Anfragen auf Instagram. Hey Markus, kannst du mir sagen, warum ich bei der Strecke Wien Hauptbahnhof, Wiener Neustadt alles weiß habe? Dann sage ich halt immer, du musst halt wirklich die Rhythmen ganz genau durchlesen. Da steht immer drin, was du brauchen kannst, also welche Strecken du benötigst. Die Türen schließen, Abfahrt. Zug nach Mürzzuschlag. Nächster Halt, Next Stop, Semmering. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Ja, das war jetzt blöd. Genau. Die erste Zwangse tut mir jetzt echt leid. Aber das Gute an diesem Zug ist, du kannst die Bremse extrem schnell wieder lösen. Und wir fahren schon wieder. Das waren jetzt vielleicht 20 Sekunden. So, da haben wir dann 40er. Jetzt haben wir... Okay, warum wir jetzt... Achso, das hätte ich jetzt bestätigen müssen, ja? Vergessen. Das war jetzt unabsichtlich. Zwangsbremsung Nummer 2. Ja. Also wenn es dann wirklich gut geht, bei meinem nächsten Stream wird dann schon da oben rechts oder links ein Zwangsencounter stehen. Wenn es gut geht, werde ich auch den Nightbot richtig einstellen. In Kürze erreichen wir Semmering. Ich bin auch schon dabei, die Overlays richtig einzustellen. So, Stream startet in Kürze und Pause und so. So wie beim Andreas heute. Das müsste jetzt Semmering sein. Genau. Schritt für Schritt zum Erfolg, würde ich einmal sagen. Da steht ja ein alter Triebwagen. Und ein alter Waggon. Kann man eh rausschauen. Lass mal kurz die Leute einsteigen und schauen kurz raus. Mal wieder ein Signal zum Bestätigen. Tür auf. Station Semmering. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schauen wir mal. Da steht er, ja, ganz genau. Da war ich sogar schon mal persönlich. Da gibt es auch Stiege, wo man hier aufstellen kann.
so Semmering ist ja schon ein Bahnhof. Was soll das? Da fällt wieder was? Zug nach Mürzzuschlag. Nächster Halt, next stop, Steinhaus. Fahren wir weiter. So, 40, bestätigen. Jetzt zeigt er mir da nichts an. Okay. Also ich habe zwei Bildschirme. Naja, Fernsehmonitore könnte man sagen. Also auf dem ersten Display läuft der TS, am zweiten habe ich OBS-Rennen und am dritten, also mein Tablet, da habe ich den Chartverlauf stehen. Also offiziell habe ich drei Bildschirme jetzt eingeschaltet. Ja, mit einem Bildschirm, ich weiß nicht, ob ich das schaffen könnte mit einem Bildschirm. Das ist sicher voll anstrengend. Aber ich glaube, man kann ja den Bildschirm dann teilen. Aber da kenne ich mich nicht aus. Da müsste ich mich dann bei Dr. Google erkundigen. Da haben wir eine L44. Ja. Mit Intercity-Wagen. Da haben wir jetzt 80. Schauen wir wieder mal raus. So, dann mit die Autobahn. Haben wir das Fernlicht eingeschaltet? Wir fahren mit Fernlicht, okay, am Tag. Jetzt haben wir den Lokführer geblendet vorhin. So, Lärmschutzwand. Obwohl, die Lärmschutzwand finde ich jetzt unnötig, weil ja eh die Autobahn daneben ist. Und Häuser sind ja eh keine. Naja, da wo die Häuser sind, ist keine Lärmschutzwand. Super. Das haben sie echt gescheit gebaut. Jetzt kommt Steinhaus. In Kürze erreichen wir Steinhaus. Und die nächste Strecke, was ich mir jetzt holen werde, wird Freiburg-Basel sein. Weil die hat mir heute echt gefallen bei der Bastelstube. FIFA. Schnauze? Okay. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Tut mir leid. Station Steinhaus. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da haben wir eine Baustelle.
Ich muss mir ja was Neues überlegen. Schnauze ist schon bekannt. Dusch ist mir bekannt. Dann Türen schließen und weiter geht's. Zug nach Mürzzuschlag. Nächster Halt, Next Stop. Spital am Semmering. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Aber ich werde einmal das Wörterbuch rausholen. Wir könnten ja einen Schnauzen-Counter einführen. So, jetzt dürfen wir ja nicht so schnell fahren. Also kein Schnauzen-Counter, ein Schnauze-Counter. Ein Schnauze hat der Hund. Und ich bin ja kein Hund, ich bin ein Lokführer. Also mehr oder weniger jetzt mal. So, da haben wir wieder Signal zum Bestätigen. Ja, weil genau, Gusch gehört an Andreas. Aber ich werde mir ja ein besonderes Wort aus dem Wörterbuch raussuchen. Wenn wir schon bei Andreas sind, mein Bruder heißt auch Andreas. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Ja. Aber ich habe nur einen Bruder. Bleiben wir mal stehen im Spital am Semmering. Türen Station auf. Spital am Semmering. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und wie war es, Andreas, heute mit der 1063? Nächster Halt, Next Stop. War die schwierig zu fahren, oder? Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen ja und auch weitere Informationen am Bahnsteig. Aber ich komme mit der beachten voll Sie nicht bitte zurück. Beim Aufsteigen den Niveauunterschied zwischen ich finde die Zug Uhr und schwierig Bahnsteig. Zu fahren. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. So.
Außer am Semmering. Okay, wir sind verspätet. Sind wir echt schon verspätet? Wir waren so gut in der Zeit. Üben macht den Meister, sage ich immer. Und das mit diesen Umschalten in die Außenansicht tue ich mir auch noch manchmal ein bisschen schwer. Eine gescheite Position haben wir da auch nicht. Dann setzen wir uns in den Dunkel, okay. Sind wir im Haus? Sind wir im Haus drin? Okay. Also da kommt jetzt sicher bald ein böses Signal. Weil wir sind ja bald in Zuschlag. Aber ich freue mich, dass ich schon ein paar Stammzuschauer habe, die regelmäßig vorbeischauen. Weil vor gar keinen Leuten streamen ist ja auch nicht gerade schön. So, da haben wir 40er Ankündigung. Genau, Nikolas. Ich habe jetzt mal meine Mutter ATS fahren lassen und ich habe ihr gesagt, bevor du mir MTS fährst, schicke ich da die ganzen Signale, also diese PDF-Dateien, was man bei jeder Strecke dazu bekommt, damit sie sich mit den Signalen auskennt. Jetzt dürfen wir nur 40 fahren, genau. Da sind wir jetzt eh schon im Zuschlag. Der Nikolas hat uns die nächsten Anschlussmöglichkeiten genannt. Alle Anschlüsse können erreicht werden. Da freuen sich unsere Fahrgäste. Und wir sind eh nur 40 Sekunden verspätet. Okay, gut, vielen Dank. In Kürze erreichen wir Mürzzuschlag. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Das habe ich jetzt aber bestätigt. Beachten Sie bitte beim Aussteigen den Niveauunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Also hätte ich bis 20 Kilometer fahren müssen. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Aber wir fahren schon wieder.
Also Zwangsbremsung Nummer 3 am heutigen Tag. Da haben wir schon wieder ein Signal, was wir bestätigen müssen. Hat es als andere auch gegolten? Ach, hätte man das ist echt? Weil das Signal war jetzt für uns. Warum haben wir dann bei denen auch eine Zwangs bekommen? Wäre das auch für uns gewesen? Ich habe Befehl 40 gedrückt. Aber ja. Sehr geehrte Fahrgäste, vielen Dank, dass Sie heute mit unserem Zug gefahren sind und wünschen noch einen angenehmen Aufenthalt bzw. eine angenehme Weiterreise. Auf Wiedersehen. Station Mürzzuschlag. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Genau, das ist ein Streckenfehler. Hey, zwei City-Chats. Und beide fahren nach mir Zuschlag. Ja, wir machen jetzt mal Pause, gut. So, wir werden das kurz machen. Ich bin gleich wieder da. Wir machen 5 Minuten Pause und auch noch kürzer, also bis gleich. Thank you.
So, jetzt müsste ich wieder da sein. Ja, ich bin wieder da. Ich muss das umstellen. Jetzt müsste wieder den DS sehen. Was gut geht. Warum zeigt es mal den DS nicht an? Bin ein bisschen zu laut, aber ihr habt's kapiert. Mich entschuldigen. Aber nicht. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. So. So, jetzt geht's auch wieder mit der Lautstärke. So, was fahren wir jetzt? Was sollen wir jetzt fahren? Irgendwas Österreichisches vielleicht? Ich habe jetzt versucht, die CD380 zu fahren. Die ist ein bisschen... Da muss ich ja schauen, wie ich die wieder aufrüste. Ein Szenario. Szenario, finde ich denn das? Habe ich das jetzt drauf? Habe ich ein Szenario? Das spielen wir dann das nächste Mal. Das muss ich mir erstmal anschauen. Weil ich tue gerne die Szenarios fortsetzen. Mama 40 zu. Ja, bei der niederländischen Strecke, da ist das so. Also ich hab's nicht komplett. Da fehlen mir noch ein paar. Also eine Strecke fehlt mir noch. Dann ich die Strecke auch. Auch wieder war. Am Städten Glen Reifling. Hallo und willkommen auf der Rudolfsbahn. Hoff, das folgende Szenario gefällt dir. Hoffen wir. Schauen wir mal. Willkommen im Regional 32 nach Leipzig. Abfahrt ist 6.21 Uhr. Zug aufrüsten und Passagiere einsteigen. Mach mal. Das Mikrofon ist ja ein bisschen blöd. So, man muss kurz richten. Ich hoffe, jetzt geht's besser. Türen öffnen, Türsteuerung. Hauptschalter.
schalte ein. Also das ist die 4020 von RSSLO. Die gibt es ja auch mit Zugzielanzeige. Fahrgastinformationssystem. Das ist die LED-Variante. Das ist von RWA. Aber RSSLO hat ja. Ich glaube, von RSSLO. Von der Webseite von RSSLO habe ich die gekauft. So, Licht ein. Bremse lösen. Abfahrt. Dann müsste es schon gehen. Genau. Jetzt fahren wir ohne Licht, glaube ich. Genau, weil das hängt bei mir. Nein, auf geht's. Ein 40er-Signal zu bestätigen. So, geh jetzt im Dunkeln. Mach einen kleinen Reifen. Hast du die Nummer fürs FIS? Ich hab die jetzt nicht auswendig oder bin notiert. Aber da. Ein Intercity mit der Damus. Wir fahren noch das eine Szenario zu Ende, dann können wir aufhören. Ich muss mal wieder Homeoffice machen. Ich muss nachts aufstehen. Nachdem ich die letzte Nacht nicht geschlafen habe. Ich bin ja erst heute in der Früh um 5 Uhr schlafen gegangen. Weil ich die ganze Nacht an OBS rumgeschraubt habe und jetzt will ich auf 140 fahren, mit 100er, davon aber der 100er einschränken. Die Bahnhöfe sieht man nur schwer hier.
das Licht der 1420 ist auch nicht ersetzt. Nächster Halt, Next Stop, Greizfurt. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die AFB habe ich hier aktiviert. Tür zu. Weiter geht's. Ausgegangen. Tür auf. Ich werde das Mikrofon ein bisschen lauter stellen, schnell. So.
Ja, nur mit der Ruhe. Aber ich hoffe, dass keine Pensionisten mit uns mitfahren. Das wäre jetzt nicht so gescheit gewesen. Tür zu. Weiter geht's. Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht Ihr Lokführer. Ich entschuldige mich für die Zwangsbremsung bzw. Notbremsung. Sollten Sie Ihren Morgenkaffee verschüttet haben, übernehmen wir gerne die Reinigung für Sie. Kommen Sie einfach zum Lokführer nach vorne. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Gröllendorf. Ja, gute Nacht, Andi, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Du kannst dir ja morgen den Stream anschauen. Ich werde ihn online lassen. So, jetzt langsam bremsen. So, jetzt werden wir 102 eingeben. Gibt es eine Haltetafel? Nein. Weil die meisten Bahnhöfe haben ja eine Haltetafel, so ein 70er oder 140er Schild. Und Türen auf. Und jetzt gehen wir kurz Licht an. Ins 02. Genau. Das haben sie so schlecht.
Na gut. Jetzt ist zu Ende. Jetzt mag der DS nicht mehr. Ach. Hallo? Jetzt hat sich der DS aufgehängt, weil ich 102 eingegeben habe. Das ist schlecht. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das ist jetzt schlecht, genau. Das mag er nicht mehr. Ich glaube, jetzt hören wir auf. 0 Uhr 5 haben wir sie. Na gut, dann will ich einmal sagen, Schluss für heute. Also Schluss mal für jetzt. Wenn es gut läuft, werde ich heute Abend wieder einen Stream machen. Werde ich aber vorher ankündigen. Wie gewohnt. Wahrscheinlich starten wir dann schon um 19 Uhr. Oder um 20 Uhr. Aber ihr werdet das eher eh dann sehen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, dann ciao und bis zum nächsten Mal, euer Markus. Suffocating.